12 Betriebe, 6 Touren, 2x99 Minuten. Unter diesem Motto öffneten Industrie- und Gewerbebetriebe in und um Hall in Tirol ihre Tore für Besucher. Das offene Werkstor versteht sich als innovative, österreichweit einzigartige Veranstaltung. Ausgewählte Betriebe präsentierten sich dabei ihren Nachbarn, Interessierten, aber auch potenziellen Mitarbeitern und Lehrlingen. Über 600 Besucher nutzten diese seltene Gelegenheit und waren begeistert. Es ist eine ganz tolle Idee vom Stadtmarketing Hall. Ganz toll, dass man mal hinter die Türen schauen kann von den Firmen. Ich würde mir gerne noch mehrere Betriebe anschauen. Also wenn es das wieder gibt nächstes Jahr, ich bin auf alle Fälle wieder dabei. Die führenden Handels- und Industrieunternehmen rund um Hall in Tirol ermöglichten einen facettenreichen Blick hinter die Kulissen. Tiroler Bio-Pilze gibt es jetzt seit 2 Jahren. Wir haben das Glück, dass wir mit unseren Pilze ganz Österreich beliefern dürfen. Wir haben 15 Mitarbeiter, die ganzjährig bei uns beschäftigt sind und produzieren in Phase 3 Bio-Champions Braun in höchster Qualität. Wir sind am Standort Hall seit 1947 tätig. Damals ist das Röhrenwerk außerhalb der Stadt errichtet worden. Heute sind wir mittendrin und haben hier also seit annähernd 70 Jahren unsere Rohrproduktion. Schmiedl gibt es an dem Standort in Hall seit 1950. Es ist kein neues Werk, sondern ältere Maschinen sind im Einsatz, aber die alten Maschinen laufen wie Panzer, die seien nicht zum Umbringen. Und sie produzieren nach wie vor Qualität und das ist uns wichtig. Einer unserer Hauptabnehmer sind die Tiroler Röhrenwerke. Das heißt, wir schneiden die Materialien direkt mit unserer 1000 Tonnen Schottschere in den Waggon hinein. Der Waggon wird bei uns ausgezogen, bei den Tiroler Röhrenwerken wieder eingeschoben. Und dieses Material wird direkt eingesetzt und die Tiroler Röhrenwerke produzieren daraus ihre Gussrolle. Das neue Veranstaltungsformat überzeugte Besucher wie Betriebe gleichermaßen. Als Schirmherrin der erfolgreichen Initiative konnte Halls Bürgermeisterin ein positives Fazit ziehen. Ich habe also den Eindruck, dass die Unternehmer, die sich beteiligt haben am offenen Werkstor, selber begeistert sind von dieser Idee und ich lade sie herzlich ein, das nächste Jahr wieder mitzumachen und vor allem Ihre Kolleginnen und Kollegen zu animieren, dass noch mehr Unternehmen aus Hall und dem Großraum Hall sich an der Tour Offenes Werkstor 2017 dann beteiligen.